Harry Potter lebte im Ligusterweg Nummer 4 bei seinen schrecklichen Verwandten und deren Sohn Dudley. Harry wurde häufig in sein Zimmer gesperrt und obwohl er ein Zauberer war, konnte er sich nicht befreien, da ihm das Zaubern außerhalb der Schule nicht gestattet war. Eines Abends erschien ein Hauself namens Dobby in seinem Zimmer. Harry Potter darf nicht nach Hogwarts zurückkehren. Wenn Harry Potter nach Hogwarts zurückkehrt, ist er in tödlicher Gefahr. Kurz nachdem Dobby verschwunden war, kamen Harrys bester Freund, Ron Weasley, und seine Brüder Fred und George in einem Ford Anglia angeflogen, um Harry zu befreien. Sie nahmen ihn mit zu sich nach Hause in den Fuchsbau, wo Harry den Rest des Sommers verbrachte, bevor er mit Flohpulver in die Winkelgasse reiste. Harry traf sich mit Rons Schwester Ginny und ging mit ihr zu Flourish und Blotts, wo der berühmte Buchautor Gilderoy Lockhart sein neuestes Buch signierte. Heiliges Kanonenrohr, ist das? Nein, sicher nicht! Er ist es! Das ist Harry Potter! Meine Damen und Herren, dies ist genau der richtige Augenblick für eine wichtige Ankündigung. Mit ausgesprochenem Vergnügen kann ich ankündigen, dass ich die Stelle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei antreten werde. Wette, das hat dir gefallen, Potter. Der berühmte Harry Potter kann nicht mal in eine Buchhandlung gehen, ohne auf die Titelseite der Zeitung zu kommen. Lass ihn in Frieden. Er hat das alles gar nicht gewollt. Potter, du hast ja eine Freundin. Ich vermute mal, deine Eltern werden einen Monat lang hungern müssen, um die ganzen Bücher für Hogwarts bezahlen zu können. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um den Armen und Bedürftigen zu helfen. Harry, wir haben den Zug verpasst. Der Hogwarts Express ist vor 5 Minuten abgefahren. Oh nein, was sollen wir nur tun? Nun, Dad ist heute Morgen mit dem Ford Anglia zur Arbeit geflogen. Er steht in der Charing Cross Road. Okay, nur so können wir noch pünktlich zur Schule kommen. Als sie sicher waren, dass sie niemand beobachtete, flogen Ron und Harry im Ford Anglia davon. Jetzt müssen wir nur noch auf Flugzeuge aufpassen. Ich kann überhaupt nichts sehen. Puh, das war knapp. Wir sind sicher bald da. Ich glaube, das Auto gibt den Geist auf. Na komm schon, Auto. Na los, weiter. Stopp, halt! Hier bin ich, Harry. Die peitschende Weide hat mich im Griff. Mach dir keine Sorgen, Ron. Ich komme rüber und befreie dich. Halt durch! Mir bleibt auch gar nichts anderes übrig, Harry. So, meine Leute, und deswegen willkommen zurück hier auf meinem Kanal zur Fortsetzung von Harry Potter 1, Harry Potter 2, die Kammer des Schreckens. Auch damals auf dem PC rausgekommen und wir spielen auf PC-Version. Und lass uns doch gleich mal loslegen und Harry lassen Ron zu befreien. Ich weiß nicht, wie längst wir da hinkommen. Habe gerade eben schon ein Signet gesehen, wo ich gegenschießen konnte. Ich frage, wo wir da längst müssen. Da hoch kommen wir nicht, ne? Ach, wir können da rein, okay. Laufen wir mal dort rein. Tun kann ich mit einem Allohomora-Zauber öffnen. Halte die linke Maustaste gedrückt,
um einen Zauber anzuwenden. Das ist ja gut. Dass er noch die ganzen Zauber vom letzten Teil hat, ist natürlich perfekt für uns. So, dachte, müssen wir jetzt alle neu lernen. Wenn ich über Mauern klettern möchte, brauche ich nur gehen, sie zu Wasserspeier als Ziel verwenden, um Lumos zu aktivieren. Aha, das ist neu. Dies ist ein Speicherbuch. Geh durch es hindurch, um deinen aktuellen Spielstand zu speichern. Wenn du ohnmächtig wirst, spielst du aus. Ups, das wissen wir. Entschuldigung, aber das wissen wir ja schon. So, die Dinger sammeln wir ein. Wer weiß nicht, ob die beiden coolen Brüder George und Fred das nochmal brauchen. Kann ja gut sein. Na, guck mal, komm mal hier raus. Ich wette, mit Flipendo kann ich das Gepäck bis an die Kante schieben. Der Ast windet sich um mich wie eine Schlange. Ja, ich komm doch. Oh, was war das denn? Der hat mich platt gemacht. So was Doofes. Ein Schokofrosch. Schokofrösche geben dir neue Kraft. Okay. Außerdem schmecken sie köstlich. Das sollte mich das Teil wahrscheinlich treffen, ne? Mit Alohomora kannst du mit Magie verschlossene Dinge wie Truhen und Türen öffnen. Vielen Dank. Oh, da sind noch mehr Bohnen, warte. Ich nehme die alle mit. Die brauchen wir aber 25. Prima, so. Harry. Versuch mal, ob du Flipendo auf diesen Ast anwenden kannst, um mich zu befreien. Ich glaube, da hinten ist was zum Verzaubern. Flipendo! Danke, Harry. Das war sehr nett von dir. So bin ich. Oh nein! Oh, das Auto. Komm zurück! Super! Mein Vater wird sich nicht gerade darüber freuen, dass sein fliegendes Auto weg ist. Wir sollten uns besser beeilen. Es wäre nicht gut, wenn Professor Snape uns hier noch so spät erwischen würde. Definitiv nicht. Was natürlich schade ist, dass beim zweiten Teil mit die gleichen... Mit Lumos kannst du nicht nur Licht ins Dunkel bringen, sondern auch mit Magie versteckte Gegenstände enthüllen. Also es ist ein bisschen schade, dass die gleichen Assets benutzt worden sind wie beim anderen Teil. Das ist ein bisschen schade. Also es ist die gleiche Grafik und alles. Also es hat sich ja nichts verbessert innerhalb von einem Jahr. Was schade ist eigentlich. Ich frage mich gerade, wie Ron da hochgekommen ist. Laufe einfach auf einen Vorsprung zu und drücke die rechte Maustaste, um zu springen. Versuch alle Bohnen auf den Vorsprung einzusammeln, Harry. Versuch's. Das sind Bertie-Bots-Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Ich sollte so viele wie möglich davon sammeln. Ich kann sie später sicher noch gebrauchen. Harry, du musst dich dort hinten auf den Vorsprung stellen. Mit Flipendo kannst du diesen Steinblock nach vorne schieben. Steig dann hinauf, um auf den Vorsprung zu springen. Ah, Ron weist uns den Weg. Oh, warte. Was für eine coole Treppe. Ja. Gucken wir mal, wo es uns hier hintreibt. Viele Verstecke wieder. 20 Stück haben wir jetzt. 25 wollten George und Fred immer haben. Oh, eine Karte. Dies ist eine bronzefarbene Bildkarte. Insgesamt sind 50 dieser Karten in ganz Hogwarts verstreut. Immer wenn du 10 Bronzekarten eingesammelt hast, füllt sich deine Kraft auf. Drücke auf die Escape-Taste, um auf dein Folio Magi zuzugreifen. Und dir die bisher gesammelten Bildkarten anzusehen. Na, die sind jetzt besser verteilt hier, das ist ja gut. Kann ich alles sehen? Das ist das Problem, das Menü sieht trotzdem ein bisschen komisch aus. Das ist aber leider, kann ich leider auch nicht ändern. Achso, durch die
durch das Update, was ich gemacht habe, beziehungsweise weil ich das Spiel gerne in Full HD spielen wollte, klappt das halt nicht anders als so. Ja. Weiter geht's. Es hat aufgehört zu regnen. Na, wenigstens sind wir trocken, wenn wir von der Schule verwiesen werden. Los, wir machen uns besser auf den Weg zur Schule. Was besser daran ist natürlich, dass die Mund sich jetzt bewegen. Das hatten sie im letzten Teil ja nicht. Das finde ich schon... Das ist schon cooler. Sieh nur, all die Sterne. Mhm. Ja, wir gehen, machen wir sofort. Nintendo! Mal hier nochmal kurz hin, hier zur Kiste. Oh. Na, bleibst du wohl hier? Hoffentlich verläuft Ron sich nicht. Nein, wir laufen ja hinter ihm her, keine Angst. Okay, laufen wir erstmal hinterher, obwohl, da oben sind Truhe, die holen wir uns auch. Wenn wir schon mal hier sind, ne, holen wir uns alles. Hier unten gibt es auch irgendwas anscheinend. Da kann ich noch nichts machen. Den Zauberspruch kann ich anscheinend noch nicht. Sprungfeder-Zauberspruch oder was ist das? Bin ich mal gespannt. So, Ron, was wollen wir machen? Wollen wir geschnappt werden von jemandem? Bestimmt. Zum Gryffindor-Schlafsaal geht es rechts herum. Erinnerst du dich? Okay, das haben sie so gelassen. Sieht ein bisschen besser aus, aber auch nicht so viel, ne? Ich glaube, ich nehme die alle mit, damit wir schon mal genug haben, falls Fred und George kommen. So. Und mal gucken. Spinnenleben davor. Zum Schlafsaal geht es hier hinauf, Harry. Willkommen. Da ist die fette Dame. Passwort. Da ist ja endlich das Porträt der fetten Dame. Sag ihr das Passwort, damit wir ins Bett können. Ich dachte, du hättest das Passwort. Aha. Warum sollte ich das Passwort kennen? Warum sollte ich es kennen? Wir waren doch die ganze Zeit zusammen. Du hast recht. Ich habe da so eine Ahnung, wer es wissen könnte. Da seid ihr ja. Was, Hermine? Gerade zum richtigen Zeitpunkt. Es gab die lächerlichsten Gerüchte. Jemand meinte, ihr wärt wegen eines fliegenden Autos rausgefunden. Hermine, bitte. Wir sind müde. Kannst du uns nicht einfach das Passwort sagen? Bartvogel. Schön, Sie wieder zu sehen, Mr. Potter. Cool, der Weasley wird jetzt da seid ihr ja. Gar nicht übel, das Jahr mit einem solchen Knaller zu beginnen. Übrigens, Mom ist ganz schön sauer. Ihr habt bestimmt schon von dem Bohnenhandel gehört, den wir aufgebaut haben. Er basiert auf Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Fred, ich und ein paar andere bieten Tauschgeschäfte in Hogwarts an. Ab und zu triffst du auf jemanden, der dir einen Gegenstand zum Tausch anbietet. Du bekommst den Gegenstand, wenn du ihm genügend Bohnen dafür gibst. Wo kriegen wir bloß all die Bohnen her? Sie sind überall versteckt. Man kann sie nicht übersehen. Du wirst schon bald genug haben, um mit dem Tauschen zu beginnen. Ah, okay. Diesmal ist ein bisschen anders. Ich würde sehr gerne Geschäfte mit dir machen. Mal sehen, wie viele wir finden können und was man tauschen kann. Das ist ja auch interessant. Als Harry den Gemeinschaftsraum betrat, wurde er von den anderen Gryffindors mit Jubelrufen begrüßt. Wegen ihres kleinen Unfalls mit der peitschenden Weide wurden Harry und Ron von den Gryffindors als Helden gefeiert. In dieser Nacht schlief Harry tief und fest. Er freute sich auf seinen ersten Tag in Hogwarts. Guten Morgen, Harry. Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste mit Professor Lockhart fängt gleich an. Seine Bücher sind einfach toll. Er ist wirklich ein brillanter Schriftsteller. Der Unterrichtsraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste ist im dritten Stock. Folge uns. Na los, ab zum Unterricht.
Klick, klack, klick, klack. Oh, da ist Mrs. Norris. Wir gehen hier rein. Oh. Harry, zum Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste geht es hier hinauf. Beeil dich ein bisschen, Harry. Schließlich treffen wir Gilderoy Lockhart höchstpersönlich. Ah, die Synchronstimmen sind echt kein Highlight in dem Spiel, muss man sagen. Das ist schade eigentlich. So, da unten war ein Speichersymbol, das nehmen wir mal mit. Was ist das denn da? Ach so, es dauert noch, bis ich es verwenden kann, okay. So, dann lass uns doch mal da hochgehen nochmal. Auch ganz witzig mit den ganzen Bildern hier. Sind ja wirklich viele. So, wie kommen wir jetzt hoch, ist die Frage. Okay. Hallo Harry. Der kopflose Nick. Oh, hallo Nick. Selbst nach all den Jahren entdecke ich noch immer Geheimnisse in Hogwarts. Es gibt ein geheimes Gebiet, das Sie mit 40 silbernen Bildkarten freischalten können. Für jeweils 10 silberne Bildkarten bekommen Sie einen Schlüssel, mit dem Sie eines der 4 Schlösser öffnen können. Suchen Sie alle 40 in Hogwarts und auf den Ländereien verstreuten Silberkarten. Okay, das ist auch was Neues. Auch nicht so schlecht, so pass auf. Flipendo! Flipendo! Wir sammeln alle Bohnen ein, die wir finden können. Die können wir gut gebrauchen, okay. Wohl ist ja gut zu wissen. So, war das noch ein höher? Weiß nicht. Ich geh ganz kurz hier rein. Kopfnuss. Sollte ich hier längs gehen? Ich glaube nicht. Das ist wohl der falsche Weg. Egal. Ich bin alle zu, also müssen wir noch einmal die Treppe weiter hoch. Können wir noch hin. Dann haben sie es ja doch nicht ganz so einfach gemacht. Ich hatte gedacht, dass sie nichts weiter machen hier, als einfach nur das gleiche Grafikkram nochmal zu benutzen. Aber die haben sich auch neue Ideen einfallen lassen. Mit den Silberkarten und so, das ist natürlich nicht schlecht. Du weißt doch noch, wo sie stattfindet, oder? Ich sollte besser verschwinden. Filch spioniert sicher hier rum. Oh. So. Ich höre einen Knall und was sehe ich? Harry Potter und eine zerbrochene, unersetzliche antike Vase. Argus Filch, der Hausmeister, wurde von allen Schülern verachtet. Einige glaubten, seine Katze, Mrs. Norris, spioniere den Schülern nach. Ehrlich, sie ist einfach runtergefallen. Komm zu mir. Lass mich dich zerreißen. Was war das? Hä? Was meinst du? Ich habe eine Stimme gehört. Dass du Stimmen gehört hast? Entschuldigt das hier nicht. Das wird noch ein Nachspiel für dich haben. Jetzt mach aber, dass du wegkommst. Ich muss aufräumen. Ich hab mir das wohl nur eingebildet. Klar, man bildet sich Stimmen ein. Was denn auch sonst? Ich hol mal noch schnell das hier. Lipendo! Wenn er schon dabei ist, aufzuräumen, kann auch das ja auch gleich aufräumen. Hui! Nicht durch, du dumme Katze. Ich dachte, ich guck mal hier rein, aber auch nur, weil ich gesehen habe. Ah! Kann man da reinkrabbeln? Okay. Kann man schon nicht rein?
Aber das war einfach nur, weil hier keine Lampe war, ne? Sollen wir hier rein? Ja, okay. Pass auf, wir kommen da wieder. Na, aber lass mal kurz hier hingehen. Kann ich gar nicht. Ich hätte gedacht, da kann ich auch einen Zauber wirken lassen. Funktioniert anscheinend nicht. Wir nehmen alle Sachen mit, die wir finden. Macht ja auch Sinn. So, jetzt geht's Willkommen los. Willkommen zum Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Aufgrund meiner Berühmtheit ist es eigentlich unnötig, dass ich mich vorstelle, aber ich werde es trotzdem tun. Ich bin Gilderoy Lockhart, Orden der Merlin dritter Klasse, Ehrenmitglied der Liga zur Verteidigung gegen die dunklen Kräfte und fünfmaliger Gewinner des charmantesten Lächelnpreises der Hexenwoche. Wie ich sehe, habt ihr alle die komplette Ausgabe meiner Werke erworben. Gut so. Heute lernen wir den Rictus Sempra Duellierzauber. Rictus Sempra kann angewandt werden, um gewisse nervtötende Kreaturen, wie zum Beispiel Wichtel aus Cornwall, zu betäuben. Wer möchte der Erste sein? Harry Potter, kommst du bitte zu mir? Hat der ein Glück? Naja, so geil finde ich es nicht, dahin gehen zu müssen zu ihm. Oh. Vergiss alles andere, Harry. Vergiss sogar mich. Und konzentriere dich auf die Symbole vor dir. Siehst du den Zauberstab? Er bewegt sich über das Symbol. Wenn der Zauberstab sich über einen Pfeil bewegt, musst du die entsprechende L-Taste drücken. Diese Herausforderung besteht aus drei Übungen. Du musst alle Pfeile genau treffen, um mit der nächsten Übung fortfahren zu können. Bist du bereit? Übung 1. Fang an. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung beginnen. Okay, wir versuchen. 5 Punkte für Gryffindor. Yes. Übung 2. Fang an. Finde ich was cooler als beim anderen Teil mit der Maus. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung beginnen. 10 Punkte für Gryffindor. Übung 3. Fang an. Oh. Oh nein! Ich habe Fahrfehler gemacht. Fast geschafft! Oh. Oh. Warte. Nochmal! Und? Wirklich meisterhaft, Harry! Du bist sicher stolz darauf, jemanden wie mich als Lehrer zu haben, stimmt's? Du hast die Übung erfolgreich abgeschlossen. 15 Punkte für Gryffindor! Du beherrschst nun Rictus Sempra. Du scheinst zwar nicht ganz so talentiert zu sein wie ich, aber wer ist das schon? Nun wird es Zeit, mit der Rictus Sempra-Herausforderung zu überprüfen, wie gut du Rictus Sempra beherrschst. Viel Glück, Harry. Okay, lass uns das machen. Willkommen, Harry, zu meiner berühmten Rictus Sempra-Herausforderung. Um die Herausforderung erfolgreich abzuschließen, musst du den Stern der Vollkommenheit von der Spitze dieses Turms holen. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Spring die Uhr auf Null, bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkteboni. Versuche, alle einzusammeln. Versuche, den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich zu finden. Je mehr Punkte du am Ende der Herausforderung hast, desto mehr Hauspunkte bekommst du. Okay. Bist du bereit? Viel Glück! Auf die Plätze, fertig, los! Feuerkrabben sind kleine, gemeine Plagegeister, die Feuer spucken. Du kannst sie betäuben, indem du Rictus Sempra auf sie anwendest. Mit Flippendo kannst du sie dann durch die Gegend schubsen.
Da kann man sie wahrscheinlich platzierst du eine Feuerkrabbe auf oder neben das Symbol, geschieht etwas Aufregendes, Harry. Verwende Flipendo, um die Feuerkrabbe auf die Platte zu befördern. Probieren wir. Aha, das passiert, okay. Das ist eine orangefarbene Riesenschnecke. Sieh zu, dass du nicht mit ihr oder ihrer Schleimspur in Berührung kommst, denn ihr Gift wird dir sonst die Haut verbrennen. Vertrau mir, Harry, ich kenne mich damit aus. Mit Rictus Sempra kannst du sie betäuben. Verwende dann Flipendo, um sie durch die Gegend zu schubsen. Okay. Machen wir gleich den nächsten noch hier. Okay. So, die Sterne müssen wir holen. Und zwar. Das geht gar nicht, okay. Nein! Flipendo! Rekusembra! Flipendo! Rekusembra! Flipendo! So. Durch hier. Rekusembra! Flipendo! Flipendo! Rekusembra! Flipendo! Flipendo! Keine Ahnung, ob die da rein sollten, aber ich hab's noch gemacht. Ah, okay. Gnomen sind habgierige Wesen. Pass auf, dass sie dir nicht deine Bertipots Bohnen oder deinen Mega-Power-Trank klauen. Mit Flipendo kannst du sie auf den Rücken werfen. Sie lassen dann alles fallen, was sie gestohlen haben. Du kannst die Gnomen auch hochheben und sie durch die Gegend schleudern. Wirf sie in ein Gnomenloch, um sie endgültig loszuwerden. Das ist ein Gnomenloch. In diesen Löchern hausen Gnomen und sie verstecken dort auch die geklauten Sachen. Wirf ein paar Gnomen in diese Löcher, um sie endgültig loszuwerden. Du kannst nicht in die Löcher kriechen. Okay, gut, dass ich das letzte Mal nicht ausprobiert habe. Flipendo! Flipendo! Okay, er ist da reingefallen, das hat man gehört. Sehr gut. Der fällt ja ganz schön tief. Oh, hier, Schoko. Noch eine Karte. Okay, war jetzt auch nicht so schwer, aber eine gute Überraschung war es auf jeden Fall. Rekusembra! Flipendo! Flipendo!
Weiter geht's. Ah, jetzt geht's hier oben hoch, okay. Ich könnte mal auf beiden Seiten hätten hochgehen können, sehe ich gerade. Aber ist egal, wir holen uns die Bohnen. Hallo? Hey, der blöde Frosch. Ah, hole ich mir gleich, warte mal. Erwischt, nicht schlecht. Jetzt müssen wir mal kurz hier hoch und nochmal diesen. Ich würde ganz gerne den Frosch, obwohl brauche ich gar nicht einsammeln. Ich habe ein volles Leben. Kann es ja dann egal sein. Kommen wir hier runter und weiterkommen? Ja, okay. Sehr gut. Weiter geht's. Runter. Schleimkriechen ist etwas. Was ist das denn hier? Flipendo! Ach so, das ist ein... Okay, warte mal. Flipendo! Flipendo! So vielleicht? Okay. Mal einsammeln. Und dann ist hier noch ein, was man raufstellen kann. Ah, okay. Kommt schon mal ein Stück runter, okay. Flipendo! 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 Kleines Rätsel. So, hier nochmal raufstellen, damit der Stern noch weiter runterkommt. Sehr gut. Kann ich mal schon mal holen. Und jetzt müssen wir das Ding noch da vorne, damit wir weiterkommen, ne? Flipendo! 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 So. Okay, ein kleiner Fahrstuhl. Warte. Sehr gut. Speichern. Hä? Was hat das bewirkt von dem? Sehen? Nö. Na gut. Ich kann nicht sehen, was es bewegt hat, aber irgendwas letztes bewegt haben. Ah, okay. So. Unsere Zeit läuft ja auch ein bisschen. Zwischen beilen. Nicht, dass wir da irgendwie noch was vergessen. Okay.
müssen wir weiter runter, geht's runter, okay. Es kommt mir aber vor, dass alles ein bisschen sich plotter spielt als der erste Teil. Auf jeden Fall. Nicht ganz so kehr wie der andere. Also wie der erste Teil. Irgendwie das hier schon ein bisschen angenehmer. Oh! Oh! Ganz ehrlich, bin ich echt da runtergeplumpst? Wie dumm war das denn? Na gut, warte mal. Ja, das war natürlich blöd gerade, aber bin einfach nur ein zu spät auf die Dings gekommen. Ist echt dumm von mir, aber egal. So. Gut, aber richtig viele Bohnen haben wir schon gesammelt, muss man sagen. Für diesen Frosch die ganze Zeit. So, kurze Zwischensequenz. Mal gesehen. Das Gute ist nur, dass ich jetzt überspringen kann. Konnte ich, glaube ich, im ersten Teil nicht. Habe ich versucht, klappte nicht. Deswegen bin ich hier schon ganz glücklich drüber, dass das klappt. Also irgendwie, mit dem Springen muss ich ein bisschen üben. So. Treppe runter. Perfekt für uns. Obwohl. Ah doch, gehen wir da längs. Okay. Gehen wir hier mal weiter. Harry. Komm hier mal rein? Nee. Sieht so aus, ne? Aber ich glaube, man kann da längs auch rein. Anscheinend nicht. Okay, gehen wir hier längs. So, da kriegen wir den nächsten Stern, der uns wieder Punkte gibt. Flipendo! Oh, hier so eine Karte. Moment. Wir haben schon einige gesammelt, noch nicht genug, aber einige haben wir. Oh. Ah! Es wird so als Riesendings gemacht, aber da ist es ja ein ganz billiger Trick. Man denkt, jetzt passiert etwas großes Action, dann kommt ein fetter Gegner. Da passiert hier gar nichts. Okay, sammelt man die Bildkarten aber auch ein bisschen mehr, ne? Also im ersten Teil habe ich auf jeden Fall nicht so viele Bildkarten gesammelt wie hier. Definitiv nicht. Okay, da unten müssen mehrere rein, sieht man. 4 Stück. Gut, das kriegen wir hin. Okay, auf dem ganzen Weg sind 4. Ja, das ist der Fahrstuhl. Dann wird. Oh, da kommen wir da hoch. Gut, das kriegen wir hin. So. Ist da oben noch? Beziehungsweise nicht nur einer. Mehrere. Den schicke ich auch runter. Der hilft uns zwar nicht viel, aber immerhin schicke ich ihn trotzdem mal runter. Oh. Oh. Schnell, schnell, schnell. Schaffen wir. Oh. Hier warten wir vielleicht kurz. Ja.
Sprich immer schneller. Gute Leistung, Harry. Du hast die Rictus Sempra-Herausforderung bestanden. Die verbleibende Zeit gilt als deine persönliche Bestleistung. Hammer gut. 9 von 10. Wo habe ich den einen Stern verpasst? Frage ich mich gerade. Scheiße. Wo habe ich den einen Stern verpasst? Ich weiß nicht, wo der war. Lag auf jeden Fall nicht auf dem Weg. Wie wäre es mit einem kleinen Handel, Harry? Ah, guck mal, ein Händler. Was verkaufst du denn? Ich habe eine silberne Bildkarte. Mit ihr wurde noch nie gespielt. Klicke auf Ja, um den Handel zu akzeptieren, oder auf Nein, um den Handel abzulehnen. Wie willst du denn haben dafür? 227, oh. Du hast das Geschäft deines Lebens verpasst, aber du musst es ja wissen. Ich habe da nicht so viele Bohnen. Was verkaufst du denn? Nein! Ich habe eine silberne Bildkarte. Mit ihr wurde noch nie gespielt. Ich hab doch Nein gesagt. Du hast das Geschäft deines Lebens verpasst, aber du musst es ja wissen. Gut, muss ein bisschen aufpassen. Naja, vielleicht kann ich ein bisschen was sammeln und dann finde ich den. Oh. Harry, die wöchentliche Hauspunkteauswertung fängt gleich an. Folgt mir, ich zeig dir, wo sie stattfindet. Na gut, dann zeig mir das mal. Die wöchentliche... Na gut. Flipendo! Oh, guck mal hier. Krass, ich dachte, ich hätte schon viele Bohnen gesammelt, aber das reichte nicht für den, okay. Guten Morgen. Für diejenigen unter euch, die kein gutes Namensgedächtnis haben. Ich bin Albus Dumbledore, der Schulleiter von Hogwarts. Willkommen zur ersten wöchentlichen Hauspunkteauswertung dieses Schuljahrs. Das Haus mit den meisten Punkten gewinnt einen Besuch im Belohnungsraum. Die Dauer des Besuchs ist davon abhängig, wie groß der Punktevorsprung zum Zweitplatzierten ist. Dann wollen wir uns mal den Punktestand ansehen. Sieht ganz so aus, als sei Gryffindor in Führung. Du darfst nun den Belohnungsraum besuchen, Harry. Cool. Viel Glück. Und vergiss nicht, deine Zeit, um Bohnen einzusammeln, ist begrenzt. Okay. Wow. Okay, jetzt können wir theoretisch gleich zu dem Typen nochmal hinrennen. Das andere bekommen, ne? Die alle kriege ich anscheinend nicht hier, oder was? Mal hier hochgehen. Da kann ich aber nicht zaubern und gar nichts. Ach, guck mal, hier sind auch welche, okay. Okay, aber das waren noch richtig viele, oder nicht? Harry, da bist du ja. Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe. Hallo, Wood. Von den anderen Mannschaften hat noch keine mit dem Training angefangen. Dieses Jahr sind wir die Ersten in den Startlöchern. Aber ich habe noch nicht einmal gefrühstückt. Du kannst später essen. Komm mit mir zum Quidditch-Platz. Cool, wenn ich irgendwo speichern könnte. Geht mal wieder nicht, ne? Flipendo!
Labone ein hier. Wo ist er? Hey, ja. Harry, Lust auf ein Geschäft? Wir kaufen einen... Was verkaufst du denn? Ich habe einen Nimbus 2001. Das beste Fabrikat, das derzeit im Handel erhältlich ist. Ganz wie du meinst. Aber ich weiß nicht, wann ich wieder welchen reinbekomme. Hey, Harry, Lust auf ein Geschäft? Wir haben die besten... Was verkaufst du denn? Ich habe eine Quidditch-Ausrüstung der Chudley Cannons. Kann ich auch nicht kaufen. Der Kunde hat immer recht, auch in solchen Fällen. Ja, ich komme schon. Hör zu, Harry. Wir müssen dieses Jahr um jeden Preis den Quidditch-Pokal gewinnen. Um das zu schaffen, müssen wir üben, üben und nochmals üben. Nun wollen wir zuerst wiederholen, was wir letztes Jahr gelernt haben. Den roten Ball nennt man Quaffle. Die drei Jäger müssen versuchen, ihn am gegnerischen Hüter vorbei in eines der Tore zu werfen. Aber als Sucher braucht dich das ja eigentlich gar nicht zu interessieren. Nimm dich vor den beiden Klatschern in Acht. Treffen sie dich, wirst du verletzt und kannst nicht mehr so schnell fliegen. Als Sucher musst du alles dran setzen, den goldenen Schnatz vor dem gegnerischen Sucher zu fangen. Wir wissen es ja eigentlich, ne? Das überspringen wir einfach. Mit den Pfeiltasten kannst du deinen Besen nach links, rechts, oben und unten lenken. Wirst du von einem Klatscher getroffen, von einem anderen Sucher geschubst oder rammst du etwas, wirst du langsamer und fällst zurück. Wenn du genug Bohnen hast, kannst du Quidditch-Zubehör bei Fred und George kaufen. Genau, Harry, bleib dran, da fehlt dir nicht mehr viel. Drücke jetzt die Aktionstaste, um den Schnatz zu fangen. Okay. Jetzt, wo der Rest des Gryffindor-Teams eingetrudelt ist, können wir mit einem Quidditch-Übungsspiel beginnen. Weiche den Klatschern und dem anderen Sucher aus. Ein Gryffindor übernimmt die Rolle des gegnerischen Suchers. Keine Sorge, sie werden es dir nicht allzu schwer machen. Okay. Na, ich bin gespannt. Mit dem Nimbus 2001 kannst du viel schneller fliegen. Bist du nah an einem anderen Sucher dran, kannst du die Steuerungs- oder die Aktionstaste drücken, um ihn aus dem Weg zu schubsen. Gut so, Harry. Remple sie an, damit du dir den Schnatz schnappen kannst. Geh weg da, du blöde Kuh. Gut so, Harry. Du hättest ihn fast gehabt. Ah. Ihr habt alle eine abzeichnete Leistung erbracht. Du bist wieder fit, Harry, also stehen unsere Chancen gut, dieses Jahr den Pokal zu gewinnen. Bist du noch nicht fertig, Harry? Sieh nicht hin. Da kommt das Team der Slytherins. Das ist doch nicht zu fassen. Ich habe das Feld für heute gebucht. Hey, die haben neue Besen. Und es sieht ganz so aus. Ja, das allerneueste Modell. Nimbus 2001. Ja, ich weiß. Scheinbar hat Lucius Malfoy großzügig gespendet. Gefallen dir unsere neuen Besen, Weasley? Was hast du hier zu suchen, Malfoy? Ich bin der neue Sucher der Slytherins. Wusstest du das etwa noch nicht? Vielleicht können sich die Gryffindors ja auch eines Tages neue Besen leisten. Zumindest musste sich keiner von den Gryffindors in das Spiel einkaufen. Die sind nämlich nur wegen ihres Könnens reingekommen. Keiner hat dich nach deiner Meinung gefragt, du dreckiges kleines Schlammblut. Dafür wirst du bezahlen, Malfoy. Ich kann es mir wenigstens leisten, Weasley. Ganz im Gegensatz zu dir. Lass ihn, Ron. Er ist es nicht wert. Schlammblut. So nennt man Zauberer, die nicht aus einer Zaubererfamilie stammen. Und wo wir gerade beim Thema Schlamm sind. In Hogwarts hielt der feuchte Oktober Einzug. Die Feuchtigkeit kroch über die Ländereien und drang ins Schloss ein. Auch eine andere Art von Kälte sollte sich bald bemerkbar machen. Zaubertränke mit Professor Snape fängt gleich an. Wir sollten lieber nicht zu spät kommen. Du weißt ja, wie er ist. Wir müssen nach unten in die Kerker. Mir nach. Lauf mir hinterher.
Hast du den fast kopflosen Nick gesehen? Er wollte mir bei meinen Hausaufgaben über die Geschichte von Hogwarts helfen. Was verkaufst du denn? Ich habe eine silberne Bildkarte. Mit ihr wurde noch nie gespielt. Sehr gut. Darum werden dich deine Freunde beneiden, Harry. Sehr gut. So, hier unten kommt auf jeden Fall Speicher zwischendurch, meine ich, ne? War das nicht hier irgendwo? Nee. Wo war das nochmal? Oh, ich habe keinen Bock jetzt schon da runter zu gehen. Ich würde eigentlich ganz gerne einmal speichern zwischendurch, wenn ich das tue. Moment. Da geht es zu den Kerkern. Na, der hasst uns doch. Oh. Dann laufen wir Hermine erstmal hinterher. Was uns alles zu zeigen hat, die Gute. Aufgepasst! Heute befassen wir uns mit der Herstellung eines der nützlichsten Zaubertränke überhaupt. Dem Mega-Power-Trank. Potter, du kannst es sicher kaum erwarten, der Klasse zu zeigen, wie man den Trank mischt. Komm sofort her. Mit dem Mega-Power-Trank kann man seine Kraftreserven auffüllen. Bereits eine einzige Flasche reicht aus, um die ärgsten Wunden zu heilen. In dieser Truhe befinden sich die zwei Zutaten für den Mega-Power-Trank. Flubberwurmschleim und Rinde vom Mega-Power-Baum. Nimm sie raus. Mal rein da. Geh nun zum Kessel und bleib mit den Fingern aus dem Trank. Sonst können wir... Seht genau zu, wie Potter die Zutaten in den Kessel wirft und sie umrührt. Vorsicht, Potter. Sonst zieh ich dir Hauspunkte ab. Der Mega-Power-Trank ist jetzt fertig. Drücke die Leertaste, um davon zu trinken. Setz dich wieder hin, Potter. Diejenigen unter euch, die besonders abenteuerlustig oder sagen wir lieber dämlich sind, werden sicher ihren eigenen Mega-Power-Trank herstellen wollen. Aus diesem Grund stehen überall in Hogwarts solche Kessel herum. Nur in diesen Kesseln kann man Mega-Power-Trank zubereiten. Auch die Zutaten, Flubberwurmschleim und Rinde vom Mega-Power-Baum, könnt ihr in Hogwarts finden. Nun werde ich euch etwas über die Gewinnung von Flubberwurmschleim erzählen. Vor dieser Stunde dachte ich, ich wüsste bereits alles, was ich über Flubberwurmschleim wissen wollte. Und so war es auch. Nun, ich fand seinen Vortrag teilweise sehr interessant. Gehen wir lieber, bevor Snape rauskommt. Komm. Komm zu mir. Lass mich dich zerreiben. Zerreiben oder zerreißen? Was war das? Was war was? Diese Stimme. Sie kam von dort. Komm. Na, von wo kam die Stimme? Oh oh. Was steht da bloß? Also über die Spinnen, die bald abhauen, ne? Die sieht man schon. Auch witzig. Mrs. Norris! Das ist unheimlich. Was ist los? Feinde des Erben, nehmt euch in Acht! Ihr seid die nächsten Schlammblüter! Sie wurde versteinert. Doch wie, kann ich nicht sagen. Nun möchte ich alle bitten, in ihre Schlafsäle zurückzukehren. Hier gibt es nichts mehr zu sehen. Nun komm schon, Harry. Professor Dumbledore hat recht. Hier gibt es nichts mehr zu sehen.
Alle in Hogwarts waren entsetzt über den Angriff auf Mrs. Norris und die mysteriösen Worte an der Wand. Gerüchte und Spekulationen machten die Runde. Der Angriff schien sich besonders auf Hermine auszuwirken. Ron und Harry waren sich sicher, dass sie irgendetwas ausheckte. Aber was es auch immer war, Hermine verriet ihnen kein Wort. Wir müssen zum Zauberkunstunterricht, Harry. Und ich hab da so eine Idee. Was für eine Idee? Wir sollten Professor Flitwick nach der Kammer des Schreckens fragen. Er müsste eigentlich etwas darüber wissen. Gehen wir! Na gut. Hören wir uns nochmal an, was hier drin passiert gleich. Nee. Beeil dich, Harry, sonst kommen wir noch zu spät zum Zauberkunstunterricht. Ich komme ja schon, Hermine. So, bevor wir da hochgehen, gehen wir jetzt einmal runter. Jetzt speichere ich hier einmal. Genau. Zack, gespeichert. Und das war's dann auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.